Die scheinen aber schon längst wieder weg zu sein, oder? Ja, hat unser General sie vertrieben, die Chaos, hoffentlich. Was machst du da? Gucken wir mal kurz. Units. Der General hat keinen Auftrag. Okay. Er kehrt auch schon wieder zurück in unsere Festung. Was liegt da? Da liegt ein... Achso. Warum ist der Esel tot? Horse, nö. Der Esel wurde doch noch gar nicht geschlachtet, oder? Nein, er ist... Okay, der Esel ist verhungert da unten, weil ich vergessen habe, ihn hier hochzuschicken, zu den anderen Tieren zum Grasen. Stockpile, Refuse. Machen wir mal etwas größer. Das Refuse Stockpile hier direkt vor dem Lager. Gleich mal einladen. Gleich vor der Stadt einen Haufen Leichenteile zu haben. Die Küche sagt, wir haben immer noch nichts zu trinken. Was macht unser... Ah, er braut endlich was. Gott sei Dank, hoffentlich kriegen wir wenigstens ein bisschen Alkohol dadurch wieder rein. Und noch eins... noch was wurde geschlachtet. Und ja, er sucht sich... Ach nee, das ist... Was ist angekommen? The Outpost, bla 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 bla, has arrived. Eine Karawane, jawohl, die brauchen wir jetzt ganz, ganz dringend. Wo ist unser HQ? Da ist unser HQ. Unsere... Genau, und jetzt haben wir auch endlich Move Goods to from Depot. Also sagen wir jetzt erstmal, wir brauchen den Trader am Trade Depot. Und jetzt sagen wir brauchen Goods, und zwar Crafts, die alle dahin bringen. Bitte. So. Genau, jetzt sieht man hier, die Kisten werden beim Trade Depot abgesetzt. Wir können mal kurz gucken, was unsere Farmen machen. Die wollte ich ja jetzt auch einstellen. Und von wem... Ja, unser Bauer wurde von einem Karpfen erschreckt. Das ist auch weniger nett. Okay, warten wir jetzt erst einmal auf die Karawane. Unser Broker ist ja schon dort zum Glück. Oder? Der Leader, wo bist du? Trade at Depot, genau. Unser Cook tut das Fett verarbeiten von den Pferden. Ja, sehr schön. Kann ich hier eigentlich? Prepare raw fish. Ah ja, das wird hier gleich angegeben. Das heißt, wir haben in der Küche, müssten wir jetzt auch... Nein, haben wir nicht. Schade, ich dachte, wir hätten jetzt schon Fisch, also Pond Turtles, die wir verbraten können. So, die Karawane lässt auf sich warten. Die braucht wahrscheinlich... Ja, da kommt sie ja schon. Mit Pferden und... die Wegen müssten auch demnächst mal hier eintreffen, hoffe ich mal. Ja, genau, sie sind angetroffen und tun ihre Güter entladen. Kann ich schon mit ihnen traden? Ja, ich kann schon traden. Nein, wir sind immer noch beim Auspacken. Okay. Und der Braumeister hat nichts, was er verbrauen kann. Hat er denn wenigstens... Jawohl, er hat 5 Trinken hergestellt. Wenigstens etwas. Gut, werden wir darauf warten, dass die Trader jetzt ihr Zeug entladen, kümmern wir uns endlich mal um die Farmen. Und zwar, das wollte ich schon vorhin erklären,
Es gibt insgesamt 4 Jahreszeiten. Und wie ich gesagt habe, wir können auf diesen Untergrundfarben genau die 6 Samen anbauen, die wir beim Embark mitgenommen haben. Das Wichtigste sind Plump-Helmets, weil wenn ich mal durchblättere, Frühling, Plump-Helmet. Komm her. Ja genau, Frühling, Plump-Helmets auswählen. Also im Frühling werden jetzt hier Plump-Helmets angebaut. Im Sommer werden Plump-Helmets angebaut. Im Herbst Plump-Helmets. Und im Winter Plump-Helmets. Also Plump-Helmets können das ganze Jahr über angebaut werden. Deswegen brauchen wir ein ganzes Feld für die alleine. So, hier werden Pigtails angebaut. Pigtails können nur angebaut werden. Einmal hier im Sommer. Und ich glaube im Herbst, genau. Hier muss ich jetzt gerade mal gucken, was wir hier drin haben. Caveweed, und dann sind da die Sweetpots. Okay, also Caveweed können wir hier nicht anbauen im Frühling. Im Sommer können wir es anbauen. Und im Herbst könnten wir es auch anbauen, genau. Dann haben wir noch Sweet Pots. Die können angebaut werden im Frühling und im Sommer. Und auf das letzte Feld kommen die Quarry Bushes. Die können angebaut werden im Frühling, im Sommer und im Herbst. So. Und da kommt auch schon der erste Farmer und baut uns Sweet Pots an. Und wir haben einen Diplomaten aus der Heimat bekommen, der mit uns reden will über die Situation. Ah, und die Karren kommen an. Beginnen wir mit der Diskussion. Okay, wir dürfen uns jetzt aussuchen, was wir mit welcher Priorität geliefert haben wollen. Also, gucken wir mal, was wir auf jeden Fall brauchen. Seeds brauchen wir keine, wir brauchen... Erstmal hätte ich gerne etwas Leder. Ja. Sagen wir Hundeleder. Priorität Mittel. Okay, weil wir ja selber Hunde haben. Pigtail Fiber Cloth. Sage ich mal mit geringer Priorität. Und dann brauchen wir auf jeden Fall... Barren brauchen wir noch gar keine. Seeds brauchen wir keine. Training Weapons brauchen wir auch keine. Kleidung brauchen wir auch nicht unbedingt. Wie denn Fisch? Wieselfleisch, nein, nein, nein. Duck Meat. Da nehmen wir ein bisschen Entenfleisch. Ein bisschen, oh ja, Jagdfleisch, Kea-Fleisch, weil die uns vorhin so erschreckt haben. Elkbird, Cave Crocodile, nein. Giant Olm auch nicht. Riesenfledermaus. Ich weiß, die Kuh war ziemlich weit unten. Hundefleisch. Da, Kuhfleisch. Das sagen wir, dass wir es etwas lieber haben möchten. Und Fisch nehmen wir natürlich etwas. Cavefish. So. Das dürfte so das Wichtigste sein, was wir brauchen. Drinks, Drinks. Ganz wichtig. Etwas Zwergenwein, Zwergenale. So. Gut. Abschließen. Und jetzt warten wir darauf, dass der Rest der Karawane endlich ankommt. Die Wegen nämlich. Also schon. Okay, und sie sagen, dass sie dem. Was ist das? Soll das für eine Mitteilung sein?
Achso, wir kriegen nichts mehr aus dem Sumpfgebiet daraus. Ich glaube, wir fangen dann an, aus dem Fluss ein bisschen zu fischen. Wenn wir es denn können. So, können wir jetzt aber erstmal traden? Nein, können wir. Ah, jetzt können wir doch mal über die Dokumente gucken. Das brauchen wir aber nicht. Nur uns noch mal angucken, was genau wir ausgewählt haben. Und die Konversation mit dem Diplomaten beenden. Können wir jetzt traden? Nein, weil unser Leader damit beschäftigt ist, sich mit dem Diplomaten zu unterhalten. Aber hoffentlich können wir jetzt demnächst traden. Währenddessen gucken wir mal nach unseren Farmen. Ah, hier wird schon fleißig was angebaut. Und das Stray Horse wurde geschlachtet. Der Farmers Workshop wurde gebaut. So, wir können jetzt nochmal über die Dokumente drüber gucken. Also, wir haben hier unsere Prioritäten eingestellt, deswegen wird der Preis auch viel höher sein. Ach nee, halt. Das hier sind ihre Prioritäten. Also hier können wir gucken, was sie gerne hätten und wofür sie mehr zahlen würden. Also für Stein, also für Figuren zum Beispiel, würden sie uns 185% des Preises zahlen, weil da eine hohe Priorität drauf ist. Genauso wie auf Musikinstrumente. Also weisen wir nachher unserem Stonecrafter an, er soll nur Steinfiguren herstellen. Also hier, Add Rock. Wir könnten Instruments sagen, Hive Toys. Ne, wir können gar keine Figurinen. Die stehen, gehören nämlich, glaube ich, zu Craft mit dazu. Hm, schade. Gut, warten wir erst einmal. Ja. Der Diplomat verabschiedet sich und jetzt dürfte der Trader dann demnächst mal Zeit haben. Leader, wo bist du? Mach gerade Pause, aber dann dürfte er endlich zum Trade Depot gehen. Was sagt unser Stock? Kitchen. Wir haben Zeug zum Verkochen, aber nichts zum Verbrauen. Da müssen wir erstmal drauf warten, dass die Plump-Helmets hier im Winter, weil wir ja schon Winter haben, erst einmal geerntet werden. Und irgendwie werden die Quarry Bushes auch noch angebaut. Oh, ich befürchte etwas Schlimmes. Date Timber. Hm? Haben wir noch Herbst? Reports? Da können wir uns auch nichts angucken. Ich weiß gerade gar nicht, wo man nochmal die Dings sieht. Status? Nee, Status war es nicht. Nein, da sieht man nur die Übersichten. Plump Helmets ist okay, wenn sie angebaut werden, aber bei den Quarry Bushes bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, ob das so gut ist. Gucken wir mal kurz mit K, wie viele haben wir denn noch da drin? Ah ja, noch 3 Rocknuts. Hoffentlich sind sie nicht so übermütig jetzt mit dem Anbau von den Rocknuts. Weil wenn der Winter kommt, dann verdorren genau die Rocknuts, die Quarry Bushes hier drauf. Und irgendwer ist gewachsen und ein... Ah ja. Die Ziege ist gewachsen. Gut, wir haben jetzt gerade 2 Quarry Bushes in den Sand gesetzt. Können wir jetzt endlich handeln? Nein, weil unser Leader immer noch Pause macht. Ah ja. Wo bist du überhaupt, Leader? Ah ja, da unten. Dann hör endlich mal auf mit deiner Pause. Damit wir handeln können. Wie sieht's hier unten aus? Oh, sieht's schon richtig gut aus. Okay. Der Raum hier ist freigemacht. Sieht aber etwas komisch aus. Ist dein Leben dazwischen? Nein, Rock Crystal. So, Stone. Stone Stockpile und noch ein Stone Stockpile.
Stockpile. So. Und diesen Stockpiles geben wir jetzt Wheelbarrows.